Hi, my name is Mike Rowland. I'm the producer from Codemasters on Jumpgate Evolution, and you're watching The Buff Show. Flo, Olli sucht dich schon überall. Du bist von dem Artikel längst abgezogen. Du musst zurückkommen und dir neue Anweisungen abholen. Nein, nein, das geht nicht. Wir haben einen Hello Kitty Online-Maulwurf in der Redaktion. Er versucht, alle WoW-Artikel zu sabotieren. Bis ich ihn nicht gefunden habe, muss ich auf eigene Faust weiterschreiben. Ja, aber dann beeil dich. Das Ultimatum der Druckerei läuft bald ab. Wenn wir das neue Buff-Magazin nicht pünktlich abgeben, hat das katastrophale Folgen. Ich mache mir vor allem Sorgen wegen der fehlenden Webcodes. Olli verhört bereits einen verdächtigen Programmierer. Aber bis jetzt hat er allen Foltermethoden widerstanden. Rede! Ja, die Zeit hat uns davon. Nein, nichts, was ich getan habe, hat ihn zum Reden gebracht. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Wo sind die Webcodes? Verrat's mir, sonst trenne ich deinen Zocker-PC vom Internet ab. Was? Das kannst du nicht. Ich habe heute einen Raid. Keine Lust mehr auf Ruckelorgien in Online-Rollenspielen? Dann ist es Zeit für den neuen Buff-PC. Ausgestattet mit einem Intel Core 2 Duo-Prozessor mit 2x3 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher und einer GeForce 260 Extreme Plus Grafikkarte ist dieser PC allen MMOG-Herausforderungen gewachsen. Den Buff-PC könnt ihr jetzt online bestellen auf pc.buff.de. Nein! Halt! Halt! Hör auf! Genug, ihr Pässchen! Ich sage euch alles! Ich habe seinen Widerstand gebrochen. Olli, du schreckst wirklich vor nichts zurück. Annette, sofort die Webcodes übertragen. Druckmaschinen starten. Sofort, Olli. Das neue Buff-Magazin, jetzt wieder pünktlich im Zeitschriftenhandel erhältlich. Willkommen zur wunderbaren Welt der Buff-Show. Folgt uns auf einer Reise durch eine World of Warcraft-Instanz, in der eine oder andere Erfolg noch darauf wartet, von euch errungen zu werden. Hallo und herzlich willkommen zum WoW-Teil der Buff-Show. Ich habe mich mal wieder in eine heroische Instanz begeben, um euch die Achievements zu zeigen, nämlich in den Nexus. Und dafür habe ich mir auch noch einen freiwilligen Helfer geholt, nämlich den Marcel. Ich sag nix. Drei Achievements gibt's in Nexus und das allererste bei Großmagistrix Telestra. Genau, hier habe ich jetzt mal, also die spaltet sich ja bei einer gewissen Prozentzahl immer in drei verschiedene Persönlichkeiten, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und die erste Phase habe ich leider verpasst, weil ich Fabs zu spät angemacht habe. Aber man sieht es hier in der zweiten Phase. Zum Glück Phase macht ihr das jetzt zweimal. Eben. Oh ja. Man muss es also in beiden Phasen schaffen, diese Abbilder im Abstand von maximal 5 Sekunden zueinander zu töten. Also man kann die erste töten, dann hat man 5 Sekunden lang Zeit, die zweite zu töten, dann hat man wieder 5 Sekunden lang Zeit, die dritte zu töten. Ah, ich verstehe. Also das müssen gar nicht insgesamt 5 Sekunden sein. Nicht, dass ich das so verstanden hätte, nein. Und hier ist halt günstig, wenn man einfach ein bisschen durch Flächenschaden und so weiter die gleichmäßig runterbringt. Ja, hier die eine, die hat noch ein bisschen viel Leben. Ja, aber wenn man da ein bisschen dann Fokus drauf macht, dann geht das schon. So. Und dann jetzt, und jetzt fällt auch noch die letzte. Dann materialisiert sie sich ja wieder. Achso, ja, man muss den Kampf natürlich auch noch gewinnen. Man muss ihn natürlich auch noch umhauen, ist klar. Ich verstehe. Und man weiß gar nicht, ob man es geschafft hat, weil die 5 Sekunden sind recht knapp, um das richtig abzuschätzen. Ja, ich hatte da auch als erstes ein kleines bisschen Bedenken. Aber es hat dann letztendlich doch noch gereicht. Und ja, ansonsten das Übliche, durch die Luft geschleudert werden. Schaden also machen, die Buff-Show-Zuschauer haben gut aufgepasst. Wenn es ungefähr so lange gedauert hat wie bei Annette eben, dann reicht das noch. Richtig, und da ist es auch schon. Ah, sehr schön.
Und das heißt gespaltene Persönlichkeit, das Achievement. Hier sind wir jetzt bei Anomalous. Das ist wohl so ziemlich das kniffligste Achievement in dieser Instanz. Und denn hier muss man ihn töten, ohne die chaotischen Risse zu vernichten, die er in dreimal im Kampf herbeizaubert, nämlich bei 75, 50 und 25%. Und normalerweise haut man die weg, weil die sind extrem nervig. Richtig, die machen nämlich hier auch schön Schaden, machen hier so richtig schöne Blitze. Er selber ist in der Zeit immun gegen jeglichen Schaden und deshalb kiten wir ihn hier ein bisschen durch die Gegend. Die Damage-Dealer müssen ein bisschen aufpassen, dass sie weit genug weg vom Tank sind, damit wie gesagt, der Kettenblitz nicht Kettenblitz, überspringt. Genau. Dann bleibt der Schaden an der Gruppe relativ gering. Aber aus den Rissen kommen ja auch immer so Gespenster und da kommen dann natürlich eine Menge mit, wenn er sich wieder bewegt. Richtig. Und ja, wir haben es hier halt versucht, die möglichst zu ignorieren, musste halt der Heiler ziemlich Gas geben. Ja. Und mussten dann auch hier bis ganz runter. Ja, es funkt und blitzt. Also hier, das tut weh. Ja, war ein bisschen Arbeit für den Heiler, aber wir hatten einen guten dabei. Demnach war das weniger das Problem. Ist halt wichtig, dass die Leute möglichst so um die 20.000 Leben haben. Also dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Nicht vergessen, da unten schön Platz machen. Ne? Man muss da recht weit laufen. Richtig, sonst kommen da einem noch die letzten Trash-Gruppen in den Weg und es wäre äußerst ungünstig, wenn man die dann noch mitpult. Ja, also der Trick ist wirklich, dass man, wenn die Risse entstehen, man sich aus dem Staub macht, um von ihnen nicht verblitzt zu werden. Richtig. Und oh, jede Menge Mana-Gespenster jetzt hier. Jetzt haben wir hier noch ein paar ganz schön viele. Und oh, und jede Menge Blitze. Richtig, aber wir haben es hingekriegt und haben ihn dann letztendlich doch noch umgehauen, trotz den vielen Mana-Gespenstern. Ja, also ich glaube, bei dem Achievement sollte der Heiler eigentlich doppelte Punktzahl bekommen. Ja, finde ich auch. Der hat es auf jeden Fall verdient. Wo ist denn jetzt eigentlich der Boss? Ist das dort hinten? Der weiße? Das ist das kleine weiße Ding. Ach, da hinten. Ja. Da jetzt wird er wieder groß. Der wird klein zwischendurch. Und dann noch einmal richtig schön Schaden drauf. Und das Schöne ist, dass dann die Geister auch verschwinden. Hier habe ich nochmal ein bisschen AOE gemacht, um den Heiler ein bisschen zu entlasten. Und da sind sie auch alle weg. Und wir haben das Achievement Chaos-Theorie. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu Kerestrasa. Dem Endboss. Und das ist ein Drache. Und dieser Drache hat eine nette Aura, die stackt. Und zwar, solange man sich nicht bewegt. Also wenn man an einer Stelle stehen bleibt, dann bekommt man diesen Debuff Eiskälte. Genau, das ist für Caster relativ nervig, weil man mitunter längliche Casts hat und in der Zeit stapelt sich der Debuff. Richtig. Also bei mir reicht es auch gerade mal, um einen Gedankenschlag rauszuhauen. Da muss ich mich auch schon wieder bewegen. Also es geht hier echt darum, die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben und rumzuhüpfen. Ja, hüpfen reicht auch. Also ich mache es dann immer so, Cast, hüpfen, Cast, hüpfen. Genau. Das Fiese ist, sie friert einen zwischendrin mal ein. Und da kann man auch nicht mehr hüpfen. Da kann man auch nicht mehr hüpfen. Das heißt, man hat gar keine Chance, das irgendwie zu wieder von sich zu kriegen, diesen Debuff. Und da hatte ich hier aber einen netten Parler. Ich meine, ich hätte es mir als Priester, kann ich es mir natürlich auch selber wieder runternehmen einfach. Aber ich hatte hier einen netten Parler, der mir dann immer da rausgeholfen hat. Vorteil, weil ich glaube, alle anderen aus der Gruppe hatten das Achievement sowieso schon und denen war das dann egal. Genau, das ist nämlich ein Einzel-Achievement. Also hier muss nicht die ganze Gruppe das schaffen, sondern es reicht, wenn man es für sich schafft, den Buff nicht höher als zweimal stacken zu lassen. Und das ist schon schwer genug. Und das ist hier auch gelungen. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wieder druckfrisch im Handel. Das neue Buff-Magazin. 128 Seiten, prall gefüllt mit Tests, Tipps und Previews zu aktuellen Rollenspielen. Unter anderem im Heft Spekulationen über die nächste WoW-Erweiterung, die große Star Trek Online-Vorschau und ein Interview mit Musiker und Zocker Smudo. Außerdem in dieser Ausgabe das gebührenfreie MMORPG Runes of Magic auf DVD. Einfach installieren und direkt in die Open Beta einsteigen. Das neue Buff-Magazin, jetzt im Zeitschriftenhandel erhältlich. Alte Instanzen und auch ganz neue Spiele seht ihr in der Buff-Show. So durften wir neulich in unserem Mutterschiff Fürth eine Delegation vom Planeten Codemasters empfangen. Und die hatte uns einiges zu erzählen über ihr neues Science-Fiction-MMO. So, Jumpgate Evolution is what we call an epics sci-fi shooter. Jumpgate Evolution wird ein Science-Fiction-Shooter, der in einer persistenten Online-Welt spielt. Die Spieler werden in der Lage sein, Weltraumgefechte auszutragen und Handel und Handwerk nachzugehen.
Wir wollen bekannte Spielprinzipien von Klassikern wie Elite, Freelancer, Privateer oder Wing Commander in eine Online-Welt transportieren, in der die Spieler miteinander in Kontakt stehen. Ongoing universe where players will be able to interact with each other. So combat is it's very different to say. Unsere Kämpfe unterscheiden sich drastisch von Fantasy-Spielen wie Herr der Ringe Online. Ihr steuert euer Raumschiff komplett selbst, kein Autopilot und kein automatisiertes Zielen. Als Waffen montiert ihr diverse Kanonen wie Maschinengewehre, Laser- oder Plasmageschütze, aber auch Dutzende von Raketentypen an euren Gleiter. Neben den Waffen baut ihr Energieschilde, Gegenmaßnahmen, leistungsfähige Scanner und viele weitere Teile ein. Allerdings sind all diese Gegenstände nicht zwingend kampfentscheidend und das ist einer der Hauptunterschiede zu herkömmlichen Online-Rollenspielen. Nicht eine Reihe von Würfelergebnissen, sondern die Fähigkeiten und Aktionen der Spieler bestimmen, was in der Spielwelt passiert. Auch ein Level-1-Spieler hat die Chance, einen Spieler der Stufe 10 zu besiegen. Klar, wer bessere Schilde und bessere Kanonen hat, ist deutlich im Vorteil. Aber dennoch, wenn derjenige mit dem schlechten Schiff und dem niedrigen Rang einfach deutlich besser fliegt, nicht getroffen wird und seinerseits den Gegner ständig erwischt, wird er am Ende siegen. Auch gegen jemanden mit 10 oder 20 Level mehr auf dem Buckel. So in Jumpgate we have multiple classes of ships. In Jumpgate gibt es mehrere verschiedene Schiffstypen anstelle von Charakterklassen. Piloten erwerben für jedes Schiff ihrer Wahl eine Flugerlaubnis und je nachdem, wer welches Schiff fliegt, übernimmt man im Kampf andere Aufgaben. Es gibt leichte und schwere Jäger oder auch Handels- oder Bergbauschiffe. Man könnte also auch als Weltraumtrucker sein Geld verdienen, indem man Waren quer durch die Galaxie schippert. Ihr habt also stets die totale Freiheit zu tun, was ihr wollt. Es hängt nur von euren Fluglizenzen und anderen Errungenschaften ab. It's all based on sort of the pilot license systems and all the other achievements we've got in the games as well. Yeah, it's like a traditional MMO. We have loot. We want people to feel achievement when they're killing mobs out in space. Wie in jedem traditionellen MMO gibt es auch Beute. Wir wollen die Spieler schließlich entsprechend belohnen, wenn sie im Weltall aufräumen. Ihr findet Kanonen, Raketen oder Handelsgüter und Handwerksmaterialien wie Schrott und Metall, aus dem ihr dann selber neue Ausrüstung herstellt. Beute ist sehr wichtig in Rollenspielen und auch in Jumpgate gibt es jede Menge davon. So yeah, loot's very important and we've got lots of it. So the crafting system is again it's a case of you choose. Beim Handwerk spielt es eine große Rolle, welcher Gesellschaft ihr euch anschließt. Gesellschaften spezialisieren sich auf die Herstellung bestimmter Güter. Und je mehr Aufträge ihr für eine solche Firma erfüllt, erhaltet ihr Erfahrung, ähnlich wie im normalen Levelsystem. Je weiter ihr euch in Handwerksbereichen fortbildet, desto mehr Möglichkeiten stehen euch offen. Die Gesellschaften gewähren euch Zugang zu speziellen, meist sehr isoliert gelegenen Raumstationen. Diese befinden sich in den gefährlichsten Gebieten des Weltalls, in denen die schwersten Kämpfe stattfinden. Und nur dort könnt ihr seltenes und somit sehr wertvolles Equipment fertigen. Dieses bringt natürlich auch im Verkauf mehr ein. Je höher das Risiko, desto größer der Gewinn. So with increased risk comes in better rewards. So we've got a quite extensive PvP system in the game. Wir haben auch ein umfangreiches PvP-System ins Spiel integriert. Wir haben zum Beispiel Szenarien erschaffen, wo sich drei riesige Schlachtschiffe der einzelnen Nationen gegenüberstehen. Es erscheinen ständig neue, KI-gesteuerte Kampfeinheiten und mittendrin in der Action sind die Spieler und leisten ihren Beitrag. Sobald ihr die Startgebiete verlasst, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber in die relativ sicheren PvE-Sektoren fliegt und dort hauptsächlich gegen NPC-Gegner kämpft oder direkt in die umkämpften PvP-Zonen durchstartet. Die Belohnungen im PvP werden deutlich besser sein. Dafür ist aber auch das Risiko zu sterben sehr viel größer. Wie gesagt, je höher das Risiko, desto größer der Gewinn. Die Beta-Phase von Jumpgate Evolution startet bald und wir wollen, dass ihr dabei seid. Also, trefft uns im Weltall. Anmelden könnt ihr euch auf der eingeblendeten Webseite. Vielen Dank. Thank you. Mit Lichtgeschwindigkeit begeben wir uns jetzt noch einmal zu World of Warcraft, denn es muss ja nicht immer Nordend sein. Auch die alten Kontinente haben ihre spielerischen Reize, vor allen Dingen für Jäger von seltenen Pets. Hallo liebe Zuschauer, ich habe mich heute mal in unbekanntes Terrain begeben und zwar Annettes Fachgebiet. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach kleinen Begleitern, die man überall finden kann in World of Warcraft. Und diesmal handelt es sich tatsächlich um ein Allianz-exklusives Haustier und zwar um den Grimmling-Flitzer. Ja, wie erwähnt ist das nur für die Allianzler zu bekommen. Also, liebe Hodler, es tut mir sehr leid. Deswegen habe ich ja auch meine Allianzpriesterin, die ich seit 3 Jahren nicht gespielt habe. Abgestaubt. Genau. Also,
ganz ungewohnt und wir müssen zuerst nach Feralas. Und hier haben wir mal ein bisschen beschleunigt, weil die hat auch noch ein langsames Mount, die ist noch keine 60. Haben wir ein bisschen beschleunigt, wo man da hin muss, weil der erste Questgeber ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Ja, der sitzt ziemlich versteckt in den Hügeln in Feralas, in der Nähe von dem Grimmtotem-Tauren. Genau, und hat man gesehen, hinter der Brücke, links zwischen Wurzeln durch und an diesem geheimen Weg hier nach oben. Und da bekommt man dann die Quest, und zwar sind hier die guten Nachtelfen sind besorgt um diese Grimmlingsflitzer, die da unten in dem Käfig sind. Und man soll die jetzt befreien und aufpassen, dass die auch entkommen, den bösen Tauren. Und dafür hat man 6 Minuten Zeit. Und dann gibt der Kollege daneben, gibt dann die Folgequest, und dann muss man wieder runter und muss diese Tauren umbringen. Und ja, jetzt sind wir schon fast fertig. Hier noch den letzten von den Tauren mit den gesichterschmelzenden Schattenpriester-Fertigkeiten auseinandergenommen. Und dann geht es schon wieder zurück, um die Quest abzugeben. Ja, und jetzt wird's, wenn ich mich recht entsinne, etwas fies. Man darf nämlich von Feralas ganz bis hoch in den Norden nach Darnassos, das seht ihr da oben auf der Karte, also zur Hauptstadt der Nachtelfen und da mit Tyrande reden. Genau, da ist sehr gut, wenn man da den Flugpunkt in Oberdin hat, dass man da also nicht so weit laufen muss oder reiten muss. Genau. Und dann ist Tyrande hier in dem Tempel drin, im oberen Stockwerk, muss man also ganz hoch laufen, da ist die Gute. Und gibt natürlich gleich noch ein paar hübsche Belohnungen. Ja, war aber nicht so gut, was ich schon hatte. Also für die Belohnung hat es sich nicht gelohnt. Das Interessante ist aber, dass die gute Dame kein Folgequest gibt. Und da könnte man meinen, dass die Sache vorbei ist. Aber wenn man jetzt hier zu den versteckten Nachtelfen zurückkehrt in Feralas, dann gibt es da dann wieder ein Quest. Meine Güte. Genau, die haben inzwischen nämlich ein Nest mit Eiern von diesen Grimmlingsflitzern gerettet. Und man darf da jetzt eins adoptieren und dafür muss man erstmal hier in die schimmernde Ebene, wo an der Rennbahn hier dieser Nachtelf steht, und dem soll man dieses Ei bringen und er erzählt einem dann, was man machen muss. Und dafür will er zuallererst, das sollte man vorher sich schon besorgt haben, 2 Elixiere der Seelenstärke haben. Genau, weil ansonsten müsst ihr dann notfalls noch im Auktionshaus kurz vorbei und dann wieder zurück, und die Wegstrecken sind doch sehr lang, deswegen empfiehlt es sich, da vorher schon mal nachgeschaut zu haben. Um auch Wegstrecke zu überbrücken, empfiehlt es sich hier den Ruhestein in Eisenschmiede zu haben, weil der schickt einen jetzt nämlich ins Hinterland und dafür hat man 1 Stunde Zeit, um über den kompletten Kontinent praktisch sich zu bewegen. Aber wenn man sich einfach nach Eisenschmiede portet und von da aus dann fliegt, dann braucht man keine 10 Minuten. Also das ist in dem Fall sehr nützlich. Ja, das auf jeden Fall. Und dann geht man hier bei den Wildhammerzwergen, bei denen man übrigens neutral sein sollte, sonst reden die nicht mit einem. Das ist man automatisch, nur wenn man die Greifen oder die Zwerge vorher schon mal umgebracht hat, dann wird es schwierig. Ja, genau. Und geht dann hier in die Festung, spricht da unten mit dem Zwerg und der schickt einen los, um erstmal Futter zu besorgen für das Baby-Pet. Und dafür muss man dann getarnte Wölfe suchen, die genau hier überall rumrennen. Da ist einer. Also da Sound auftretend auf den Stealths. Dann hört man das. Sound hören, genau. Also wenn man die entsprechende Stufe hat. Ansonsten kriegt man sie erst mit, wenn man dran vorbeigeritten ist. Ja, also im Zweifelsfall einfach wild rumreiten und warten, bis einen angreifen. Genau. Das funktioniert immer. Und von denen muss man eben Fleisch besorgen zum Füttern. Und hier der Erste hat natürlich nichts dabei gehabt. Da jeder Zweite oder Dritte droppt das. Also ist relativ gut. Ist moderat. Genau. 5 braucht man. Und hier habe ich jetzt schon 4, ein bisschen vorgespult. Und da ist auch das 5. Das heißt, wieder zurück zur Wildhammerfeste. Uli. Wieder auf dem langsamen Mount. Das ist wirklich... Eine kleine Quälerei, ehrlich. Ja. Hier oben, das ist ganz im Westen, ist diese Wildhammerfeste. Und dann hier mit einem stylischen Salto wieder runtergehüpft. Ich frage mich, wo mein Ork das nicht kann. Das wäre lustig. Und jetzt, nach viel Rumgerenne, ist es dann endlich soweit. Jetzt bekommt man das Grimmlingsflitzerei und hat sich also das Pet verdient. Redlich verdient, muss man sagen. Muss man erstmal in der Tasche suchen und dann kann man es lernen und dann auch über die Haustieransicht herbeirufen. Genau. Und
Also sieht man nicht häufig. Es ist relativ selten oder wird zumindest selten benutzt. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein relativ süßes Haustier, ein hübscher Begleiter, vor allem weil er so bunt ist. Ja, Gemeinheit, dass man das als Hortler einfach nicht bekommen kann. Das soll's dann für heute gewesen sein. Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Täglich buff.de besuchen. Und relativ neu, es gibt jetzt auch einen Twitter-Feed von uns. Haltet da mal Ausschau nach buff.de. Die Zeit läuft uns davon. Nein. Nichts, was ich getan habe, hat ihn zum Brechen gebracht. Zum Brechen? Aber bisher hat er allen Foltermethoden widerstanden. Ja, so war das. Rede! Das typische Handy. Das waren alle meine Brusthaare rausgerissen. Entschuldigung.